Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zu Game Fuchs Bau. Ich bin der Blaupunks und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Spyro Heroes Tale. Wir sind momentan in der Eiswildnis angelangt und helfen Peggy gerade dabei, ihre Schlittschuhbahn ein bisschen von Wiesenfieslingen freizuhalten. Da kommt immer einiges zusammen und na, wir versuchen es mal mit einer zweiten Runde. Ich glaube, das wird jetzt unangenehm. Die erste war schon teilweise ein bisschen stressig, so zum Ende hinaus. Ich denke mal, jetzt wird das noch schlimmer, weil jetzt die ganze Zeit parallel alles passiert, ne? Überleben wir die Angriffe von Eiskimürfen und Yetis, ne, dann Monteur. Schauen wir mal. So, schießen. So. Ich denke, es wird erst noch gemütlich losgehen und ihr seht schon, es ist von der Geschwindigkeit definitiv ein bisschen höher. Alter. Aber jetzt ein bisschen stressig, würde ich sagen. Leute, lasst doch die arme Peggy hier mal ihre Runden drehen. Ihr müsst doch hier nicht alles mit Löchern kaputt machen. Wie soll die denn so Schlittschuh fahren? Wie soll das denn gehen? Das ist doch gefährlich. Sie könnte ertrinken. Alter, Fokko, wir wurden getroffen. We got hit, we got hit. Ach, deswegen, das sind Yetis. Gar nicht wahrgenommen. Mhm. Solange hier nur Yetis kommen, habe ich kein Problem mit. Aber Mischmasch ist, Mischmaschbetrieb ist fies. Oh oh. Es beginnt wieder zu mischmaschen. Das ist euer Ernst? Mich um Yetis und um die Dödel kümmern. Das muss mal schön sein! Geht das wieder los? Jetzt haben wir wieder so einen Mischmasch aus Yetis und den Biestern da. Alter, hörst du mal auf hier, mein Freund! Das muss mal schön sein. Du auch mal schön sein, so. Mm-mm. Oh, da hab ich wieder geworfen. Alter, in der Ecke, den sehe ich nicht schnell genug. Jetzt werde ich die mal direkt hingucken. Da einer da ist, so. Aber der andere, der läuft erst nur über die Brücke, da hast du Zeit. Aber der hier, der nicht. Der legt sofort mit Werfen los. Der muss immer als erstes ausgeschaltet werden. Und geht es auch schon, komm schon, die. Peggy, das muss doch reichen. Du bist doch wieder safe. Guck mal. Oh, nein. Peggy fühlt sich noch nicht wieder sicher. Ich kriege zwar langsam hier einen Pfotenkrampf. Mal bitte aufhören, mit Fässern zu schmeißen. Ja, du auch. Peggy, jetzt ohne Spaß. Du musst doch ausreichen. Guck mal. Jawoll, gut gemacht. Das wird doch noch ein bisschen Belohnung geben. Es gibt noch einen Lichtedelstein und dann läuft die Kiste. Dann läuft die Kiste. Sehr gut. Sehr gut. Was ist hier los? Danke, Spyro. Hier. Diesen Lichtedelstein als Belohnung. Schau mal wieder vorbei. Komm mal wieder längs, ne? Ja, sicher. Ich guck mir deine Tricks an. Okay, Spyro? Oder kommen sie wieder? Du kannst wieder rein, wenn du willst. Ich bleibe hier. Nee, du, ich habe auch keine Lust mehr. Also zum Spaß muss ich das nicht mal versuchen. Das hat mir gereicht. Das war lustig genug. Wir gehen jetzt mal hier weiter. Da glänzt auch schon der nächste dicke Stein für uns. Oh, Bams. Okay, ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt aber Bams. Zu looten hier noch, da so ein Kistchen. Irgendwas macht hier Geräusche. Gehen wir erstmal nach unten. Das ist verdächtig, oder? Nee, doch nicht verdächtig. Ist da nur so aus. Hätte ja sein können. Ich hätte da was versteckt. Okay. Eigentlich sind die ja ganz knuffig. Oh, warum habt ihr den Wasseratem aktiviert? Oh Mann.
schiebt der hier seine TNT-Kisten durch die Gegend? Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Lass das mal bitte, das wäre sehr nett. Dann haben wir hier noch ein Drachenei. Und noch eine Kiste. Mit Balls of Steel, die ich nie benutze, aber trotzdem schön. Vielleicht werde ich sie eines Tages doch mal verwenden, aber bis jetzt, solange ich sie nicht verwenden muss, vertraue ich lieber auf meine Atemfähigkeiten. Ist das so irgendwas hier? Nee, ne? Okay. Was sagt denn die Map? Die Map sagt, hier sind wir soweit auch durch. Okay. Gehen wir mal durch den anderen Durchgang. Und schauen mal, was uns da erwartet. Ach Gott, ist das niedlich. Spyro ein bisschen entspannter, alles wird gut. So, okay. Ja, mit seinem Pulli ist wieder da. Oh, ein kleines Häschen. So, ich gehe erstmal eben noch einkaufen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche neuen Sachen bei ihm jetzt. Mal gucken. Also wir brauchen auf jeden Fall davon eine. Hast du irgendwelche neuen Features für mich? Nee, ne? Was ist das? Schmetterlingsglas stellt praktisch voll Gesundheit wieder her. Nope. Nix Spannendes mehr. Gudi. Oh, hier ist aber muggelig. Hier willst du echt bleiben. So, wo geht's denn weiter? Dann haben wir hier noch eine Tür. Dann müssen wir durch, ne? Das wird uns bestimmt zum Ältesten führen, da kannst du aber von ausgehen. Ja. Hast du eine Rüstung an? Ja, hat er. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er nur noch... Oh, okay, da rollen dicke Kugeln lang. Da bin ich doch leicht in Sorge. Wir folgen einfach der Kugel. So, let's go. Einfach der Kugel folgen, dann kann nichts mehr schief gehen. Und sich immer schnell um die kleinen Biester mit ihren Stäben kümmern. Denn wenn die werfen, dann treffen die auch. Und wenn die treffen, verlieren wir Leben. Und wenn wir Leben verlieren, dann sterben wir. Und wir wollen nicht sterben. So, warte, bevor wir jetzt aber hier weitergehen, erstmal hier hinten reingucken. Da war noch so eine Höhle. Die sieht verdächtig aus. Was ich denn hier machen? Okay, erst das Schild wegrammen, dann dich rammen. Läuft doch. Kommt da trotzdem so meine leichten Okami-Vibes, ne? So ganz ein bisschen. Nicht dolle, aber so leichte. Okay, let's go up there. Ich wollte auf ihn zurennen. Das hat schon mal geklappt. Da oben scheint ja irgendwas richtig Ekliges abzugehen. Okay, wir haben die Lawine beendet. Das ist schon mal gut. Sonst hier noch irgendwas? Das sieht doch verdächtig aus. Denn da gibt es doch 100 pro noch irgendwas zum Looten, oder nicht? Oder kamen wir daher? Warte mal. Da geht mir zu schnell, weißt du? Guck mal. Was war denn da? Oh, Spyro, was war denn das wieder? Da hat er wieder der... Manchmal hat er so seine Laufprobleme. Dann dreht er sich einfach mehrmals im Kreis. Wenn man die Kamera reduziert, dann dreht der komplett am Stissel. Nicht immer, aber oft. Zack. Okay, damit haben wir da hinten die Tür geöffnet. War hier nicht noch gerade irgendwas am Leuchten? Wir arbeiten uns erstmal weiter vor. Da soll ich hochkommen? Okay, das hat geklappt.
Man hätte da jetzt eine Kugel auf ihn werfen können, hatte ich keinen Bock drauf. Wo kamen wir denn her? Das da hinten ist doch neu, Alter. Ja, also. Fangen wir erstmal hier an. Der Wasseratem wird uns helfen. Damit frieren wir das nämlich ein. Moin! Wo sind wir denn hier gelandet? Damit hätten wir das nächste Ei gesammelt. Das ist doch schon mal etwas. 36 Stück. Okay. Dann schauen wir uns mal hier unten erstmal um. Hier scheint sonst soweit aber nichts mehr versteckt zu sein. Nope. Dann führt unser Weg uns jetzt wieder hinauf durch diesen Windwirbelsturm-Dingsi. Whee! Sieht immer cool aus. Den haben wir weggegrillt. So. Was macht ihr eigentlich alle da oben drauf? Was bringt das, dass ihr da oben drauf seid? Was bringt dir das? Außer, dass ich dich jetzt platt mache. Und was bringt dir das? Oh, okay, der hat mich gekriegt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat er aber. Ich muss ihn mit der Kugel bewerfen. Ich will ihn aber nicht mit der Kugel bewerfen. Ich hasse es, Kugel zu werfen. Granaten sind was für Loser. Außerdem weiß ich nicht mehr, wie es geht. Dann nutzen wir den Moment und finden es wieder raus. Ich glaube, man muss da hingucken. Wie gehe ich denn überhaupt in die First-Person-Kiste? Ah ja, guck mal hier. Höher? Keine Ahnung, weil das klappt nicht. Ich mach's lieber so. Ist leichter. Aber ihr habt den guten Willen gesehen. Ich war geneigt, es zu tun. Ja. So ist es nicht. Na komm, hau mal. Ja, das ist fein. Verlangsamen wir mal dieses Ding hier. Scheint dadurch gar nicht langsamer zu werden. Ich dachte, ich wäre schneller genug. War ich aber nicht. Hätte ja klappen können. Klappt aber nicht. Lichtschein. Zack. Wieder ein mehr. 44 schon. Dann können wir ja bald im Sumpf. Da war, glaube ich, irgendwas mit 50 Stück. Jetzt warten wir mal kurz, bis das Ding aufhört, sich zu drehen. Wunderbar. Dann gucken wir kurz auf die Map. Okay, wunderbar. So ein kleiner extra Raum, dann können wir jetzt wieder zurück. Ja, Spyro hatte keinen Bock zu springen, ist aber nicht so schlimm. Hier ist ja der Wirbelsturm, insofern alles entspannt. Ha! Hält der auch von alleine an? Ja, okay. War ein Irrglaube, dass ich das mit dem Wasseratem gemacht habe. Es fühlte sich erst so mächtig und gut an, aber nein, es war einfach nur Zufall. Thank you.
So, wo führt uns das jetzt hin? Erstmal checken. Das scheint der richtige Weg zu sein, wobei da unten doch auch noch so ein kleiner Durchgang ist, den ich doch gerade freigemacht habe, oder nicht? Was ist denn das da hinten? Ich muss eben kurz mal gucken gehen, das ist ja doch etwas verwirrend jetzt. Weil hier haben wir ja gerade den Hauptweg freigemacht, vielleicht ist da schon direkt der Drache drin, dass wir uns eben die Fähigkeit holen. Wobei das jetzt nicht unbedingt wie eine Zitadelle aussieht. Nein, warum bin ich reingegangen? Warum bin ich nicht einfach nicht reingegangen? Ich bin reingegangen. Wieso bin ich hier nur reingegangen? Bing, warum bist du hier? Ja, ihr wisst, was das bedeutet. Ne? Geh dir das. So sieht man sich wieder, Spyro. Ich freue mich schon auf Erkundungen in diesem Gebiet. Ich weiß kleine Herausforderungen unter der Erde in beklemmender Enge und eisiger Kälte. Das liebe ich. Soll ich unter der Erde suchen? Hilft ja wohl nichts, ja. Ich stehe auch drauf, unter die Erde zu gehen. Und die beengende Einengungsklemme und wird super. Erkunde die unterirdischen Tunnel und zerstöre die dunklen Edelsteinsplitter. Also, wir müssen stärkenden Kaffee zu mir nehmen. Ups. Wie schieße ich? Okay. Und wieder reinkommen da. Kann ich das auch kaputt schießen? Nein. Wir müssen das hier alles jetzt mit Granaten kaputt machen. So, kein Problem. Wir sind ja Experten. Und es ist auch noch rutschig hier, ne? Das wird auf jeden Fall amüsant. Okay, dann mal los. Durch die eisige Höhle. Ich hab's aber auch nicht eilig oder so, wie man das ganz entspannt, ne? Oh, scheiße. Ja, war klar. Logisch. Ist doch logisch. Es gibt komische Tentakelviecher, das ist schon mal schön. Die kommen auch wieder zurück, wie nett. Dü-dü-dü. Okay. Was soll ich hier machen? Man scheint über die Eisschollen gehen zu müssen. Oh, dabei aufpassen, dass man nicht von den Dingern getroffen wird. Ah, warte, ich hab eine Idee. Na toll. Und das denn? Ja, geil. Das war nicht so von Erfolg gekrönt. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Nein. Sehr gut. Ich bin mir ziemlich sicher, ich muss die Dinger kaputt machen. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Meint ihr nicht auch? Also... für mich wäre das das Einzige, was jetzt hier irgendwie Sinn ergeben würde. Und... tot. Oh, ich habe keinen Bock auf diese Kacke jetzt, ey. Und Scheiß. Das quält mich jetzt gerade. Ich habe ja auf vieles Bock, aber diese Mission hier, das ist immer sehr schrecklich. Let's go. Und, werde ich wieder platt gemacht? Natürlich. Logisch. warum bin ich nur in diese Höhle gegangen? Ach, guck mal, hier kann man lang. Ist das der Weg? Vielleicht ist das der Weg der Wege. Oh oh. Okay, ich habe hier auf jeden Fall schon mal was freigeschossen. Kommt die Biester auch wieder? Kannst du dir nicht ausdenken. Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen oder hörtet den Hahn krähen? Okay, man muss da doch nicht unten lang. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Das sieht doch schon wieder scheiße aus. Ne? Da hast du auch noch Zeitdruck, wenn du da rüber springst. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es spannende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.